Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein MTZ80 vorstellen. Kostet 11.500 Euro. Den kannst du auch hier optimieren, wie man sieht. Hier, du kannst du Frontladeraufbau hinzufügen. Kostet dich 800 Euro extra. Oder Hauptfarbe ändern. Kostet dich 500 Euro extra. Dann kannst du auf Pflegebereifung wechseln. Kostet dich 100 Euro extra. Oder Felgenfarbe kostet dich auch wieder 100 Euro extra. Oder du kannst hier verschiedenes Design wählen. Ich kann hier leider zwar kein Russisch, aber ich habe mal ein paar Sachen hier. Das sind so Aufkleber, Schmutzfänger und so. Das ändert sich dann unten bei die Fenster her. Und es kostet dich bis zu 200 Euro extra. Und ich habe mal hier drei Stück hier gekauft, wie man sieht. Hier einmal hier ganz Standard. Hier muss man mal aussteigen. Also das jetzt einmal hier kompletten Standard, wie man sieht. Hier ohne Frontladekonsole, Frontgewicht. Vorne ist eine Hängerkupplung. Man sieht hier an der Seite hier einen Schutz hier von der Lichtmaschine wegen den Keilriemen, was drüber geht. Dann sieht man hier hinten Hydraulik und zwei Kupplungen, einmal fürs Zugmaul und unten sieht man ganz leicht hier, weil es schön lackiert noch ist, für die Zapfwelle. Hinten hier den Schmutzfänger, hier sieht man hier den mit den größeren Schmutzfänger und mit der Pflegebereifung, wie ich gewählt habe. Und dann hier natürlich hier, wie ich erwähnt habe, hier bei der Frontscheibe hier der Aufkleber. Bei den anderen fehlt der Aufkleber, weil das wieder ein anderes Design ist. Und dann möchte ich euch natürlich noch hier gleich, das werden wir jetzt gemeinsam machen, hier den MTZ82, ist auch ein Baleros oder Belarus, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, kostet 13.000 Euro und kannst hier auch optimieren hier, also Pflegebereifung. Also wir nehmen den jetzt mal einmal in Standard, dass wir sehen. Standard. Dann hier kannst du einen hier einmal hier mit Frontladekonsole, in der Hauptfarbe mal rot. Pflegebereifung kostet dich ja hier, wie ja erwähnt, 100 Euro hier. Felgenfarbe und dann nehmen wir hier mal das eine Design hier. Weiß nicht zwar ganz genau, was es ist. Also und wir nehmen hier jetzt noch einen mit einem anderen Design hier. Andere Farbe. Dass wir sehen, Unterschied. So. Und nehmen wir hier den dann noch. Naja, also der MTZ82 hat 82 PS, 60 kW, 50 € Unterhalt, 36 km schnell und 121 Liter Tankvolumen. Vergessen habe ich zu erwähnen, der MTZ80, der kostet 11.500 Euro, 36 km, 121 Tankvolumen 80 PS, 59 kW und 60, Entschuldigung, 40 Euro Unterhalt. So, das hier ist also hier der, müssen wir mal kurz nochmal schauen. Okay, dann ist hier schon mal das hier der 82er, wie man hier sieht hier. Er sieht sehr ähnlich aus. Mir fällt jetzt so her nicht besonders viel auf. Ein großer Unterschied. Das hier ist dann der Pflegebereifung und der Frontladekonsole. Hier ist alles mit Frontladekonsole und mit dem Aufkleber und der Pflegebereifung. Hier, der hat jetzt hier vorne keine Schmutzfänger, wie man sieht. Hier, das ist je nachdem, kann man sich das aussuchen, das Design. Man muss halt probieren, wenn man kein Russisch kann, wie ich. Jetzt gehen wir in den ersten rein und starten mal hier. Und können wir ja gleich hier mal die 36 km/h ist auch schnell. Jetzt werden wir hier vorne mal die Kupplung mal testen. Und ja, es funktioniert, wie man sieht hier. Und fahren wir kurz zurück und testen das hier. Ja. Super Sound, finde ich, hat er. Noch erwähnen nebenbei, also Lok ist auch sauber. Auch wenn ich oft mal nicht erwähne, also dann ist 99% nichts von mir gefunden worden in der Lok. Funktioniert auch.
Ah, hier vorne ist ja der Trog. Muss mal schauen, ob ich eine andere Karte mal finde zum Testen. Was mir zusagt. Reifen, Staub und Spuren liegt da auch, wenn man sieht. Jetzt gehen wir mal in die Innenansicht. Hier Armatur, das ist animiert. Spiegel funktionieren. Und schauen wir mal den Grashügeltest, ob der. Ja, also. Der steht jetzt leider nicht mehr auf. Aber ist ja nicht so wild. Hier haben wir noch ein paar andere zum Testen. Also hier haben wir jetzt eine Pflegebereifung. Ja, also Abgas, ja, Strahl ist zu sehen. Blinker, ja, funktionieren auch. Numbit 5 ist vorne und Numbit 6 ist hinten. Standardhupe, normales Licht, wie man sieht jetzt hier. Gehen wir mal hier Innenansicht nochmal. Ja, Armaturen funktionieren sogar auch hier. Wir sind auch beleuchtet im Hintergrund. Das hat auch Seltenheitswert. Jetzt werden wir mal schauen jetzt da. Reifen, Staub und Spuren macht er auch. Für die Pflegebereifung richtige Größe. Also mit dem Fahrverhalten ist er schon realistischer gehalten als wie manche anderen. Die was jetzt, wenn sie umfallen, auch wirklich umfallen. Dann müssen wir mal schauen, nochmal durchfahren vorne. Da sieht man auch hier, es ist viel Spiel drin. Und das eigentlich gefällt mir relativ gut. Ist das vorne animiert oder nicht? Nein, der Lüfter ist leider nicht animiert, daher. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Entschuldigung, ein bisschen belegt her. Das kratzt ein bisschen noch. Ah ja, das ist ja noch der nächste. Da ist nicht viel Unterschied. Den können wir jetzt wohl einfach noch so herstellen. Und dann nehmen wir den. Wir wollen ja einen anderen mal nehmen hier. Das ist der 82er, genau. Den wollten wir jetzt mal testen. Der MT-82. Ist ja auch ein anderes Modell. Und da müssen wir schon wissen, ob das hier funktioniert oder nicht funktioniert. Den bin ich nicht richtig dran, aber nicht so schlimm. Oh, müssen wir durchfahren. Oh. Also, das funktioniert. Ja. Funktioniert hier hinten auch. Jetzt das mal gleich hier vorne. Dann werden wir uns jetzt noch schnell eine Frontlader besorgen. Und mal schauen, ob das auch funktioniert. Der muss jetzt. Ah ja, der gammelt da hinten rum. Ist halt von Stoll, aber ist ja nicht schlimm. Hat er ja, ja, der hat. Wie man hier sieht, hier passt das eigentlich. Sehr gut da, das ist gut gemacht hier. Man sieht hier auch unten her die Kardanwelle, wie man jetzt genau sieht. Die ist auch gut animiert hier. Für vorne, für den Frontantrieb. Also für den Allrad. Und hier an der Seite genauso, das ist auch optimiert. Bei den Rot fällt es eher besser auf als wie bei anderen Farben. Schauen wir zur Seite hier. Schauen wir uns das noch so her. Hat er irgendwie Sonderfunktionen? Nein, hat er leider nicht. Mir ist auch so her nichts aufgefallen. Jetzt schauen wir uns den hier an. Da starten wir mal. Da fällt das wirklich weniger auf, dass sich das hier vorne mitdreht. Aber den Rot, sie hat das gut gesehen. Hier sieht man noch hinten drin, liegt ist eine Decke hier mit der Handschuhe und zwei Klopapierrollen. Die Hände so hier sind auch gut animiert, wie man sieht.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen, hier mit Zeig. Servus, grüß euch, euer Franz.